Hallo und herzlich willkommen, werte Zockerfreunde, und zurück zu Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag. Ja, ich muss mich natürlich direkt dafür entschuldigen. Ich habe vergessen, auf den Aufnahmeknopf zu drücken. Sowas, ja, Simples, ne, passiert mir natürlich dann auch einmal. Wir haben natürlich keine Steuern mehr. Die Assassinenaufgabe angenommen, haben natürlich ein Attentatziel. Und dann müssen wir natürlich wieder für 1000 Real unser Ziel in dem Sinne eliminieren. Und sicherlich kriegen wir 500 Real drauf, wenn wir das ohne irgendein Aufsehen erregen, dann meistern. Deswegen werden wir direkt mal hier die Dame anheuern. Ja, kommt mal mit, ihr Hübschen. Und dann wollen wir doch mal gucken, ob wir da nicht irgendwie reinkommen. Denn wir brauchen dann wieder auch, meine ich, das Adlerauge, wenn ich es nicht vergessen habe. Ja, gucken wir mal. Ich denke mal, die ganzen Mädels gehen drauf, weil die sehe ich schon direkt vorne am Tor. Ach du meine Güte, es sind ja vier Wachen, wir haben vier Mädels dabei. Da müssen wir uns natürlich vorsichtig umgucken. So, Adlerauge aktivieren, um das Ziel zu finden. Ja, das werden wir dann machen, wenn wir soweit sind. Aber jetzt müssen wir erstmal vorsichtig sein. Und zwar müssen wir die ablenken und dann müssen wir da auch irgendwie reinkommen, wenn das halt funktioniert. Das ist, wie gesagt, die andere Sache. Okay, jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Kommt, Mädels, kümmert euch mal darum, weil der guckt nämlich gerade nicht hier rein. Warnung, Sperrgebiet. Und oh nein, das wollte ich eigentlich nicht. Und jetzt geht es, glaube ich, voll in die Hose. Ja, ganz genau. Na klar, gut. Dann wollen wir doch mal. Okay, da haben wir die Verteidigung durchbrochen. Und wir wissen leider immer noch nicht, wo unser Ziel ist, was wir töten müssen. Das ist da. Okay, alles klar. Dann wollen wir das doch mal eben machen. 1000 Real Heimlichkeitsbonus. Haben gehört? Heimlichkeitsbonus? Echt? Wirklich? Ohne Witz? So, jetzt müssen wir natürlich mal eben kurz die 5 drücken für unsere Rauchbomben. Weil ich glaube, wenn die nämlich jetzt näher kommen, dann drücken wir die jetzt einfach mal. Und dann kommen wir nämlich ohne Probleme weg. So, einmal rum, dann einmal hoch. Und dann müssen wir uns jetzt irgendwas Schnelles finden, wo wir uns verstecken können. Komm, schnell, 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 Edward. Mensch, komm. Lass knacken, Junge. Wir müssen schnell weg. Weißt du, was Schnelles? Dann muss richtig schnell gehen. So, einmal hier rüber. Und dann müssten wir das eigentlich schon geschafft haben. Da oben war wieder natürlich eine Wache. Wie soll es anders sein? Dann gehen wir natürlich wieder nach unten. So. Meine Güte, und dann sind wir eigentlich schon fast wieder aus dem Gebiet raus. Da sind nette Mädels, da werden wir uns jetzt mal eben kurz drunter verstecken. Hallo Mädels. So, komm, lass mich doch mal eben vorbei. Irgendwie. Ach, Mädels, Mensch. So, das müsste jetzt ausreichen, damit die uns dann halt nicht mehr hinterherkommen. Was hab ich denn? Irgendwas ist hier anders. Ah, es wird Nacht. Es wird Nacht, wer hätte das gedacht? So, immerhin, da haben wir doch wirklich die Aufgabe erledigt. Natürlich nicht so schön, wie es eigentlich sein sollte. Da wurden wir doch entdeckt, aber jetzt machen wir Havanna fertig. Achso, jetzt haben wir hier oben wieder einen Assassinenauftrag. Wirklich? Geldgewinn ist dann da auch schon Mittel. So, aber hier haben wir eine Truhe. Da haben wir noch das Animus-Fragment. Und da würde ich doch sagen, gehen wir als nächstes hin, oder? Weil so viele Sachen haben wir hier gar nicht mehr zu erledigen. Und ich meine, es ist ja immer noch dieselbe Session. Wie gesagt, ab in die Kommentare damit, ob ich das offscreen machen soll oder ob ihr zugucken möchtet. Ja, das sieht doch richtig gut aus. Die Assassinenaufträge, die machen wir dann noch bei Gelegenheit, denn wir sind noch nicht so gut gerüstet. So, und dann wollen wir doch mal gucken. Da müssen wir jetzt irgendwie auf den schnellsten Weg. So, Verzeihung. Nehme ich da runter und dann ja, laufen dürfen wir, wie wir wollen. Ne? Ja, alles klar. Da wollen wir nämlich mal gucken, ob wir da dann auch wirklich reinkommen. So, mit dem Zahnrad kann man dann die Pistole aktivieren. Nee, oder? Mit rechts dann, oder wie? Ja, alles klar. So, jetzt müssen wir wirklich nochmal ins Fort rein. Das ist natürlich eine ganz andere Sache. Es wird wirklich Nacht, ne? Schön gemacht. Wirklich schön gemacht. So, da waren wir nämlich auch schon drin. Ich meine, wir waren... Ja, wir sind links reingekommen, ne? Links war das. Und dann haben wir nämlich auch Havanna dann irgendwann fertig. Und ich bin wirklich gespannt, was dann auch passiert, wenn wir dann soweit sind. So, du kommst direkt mal hier rein. Jawohl. Ja, wunderbar. Das sieht doch gut aus. So, einmal hinüber. Genau, Sperrgebiet kennen wir ja schon bereits. Und dann wollen wir doch mal gucken, wie weit wir denn hier dann auch voranschreiten. War da nicht eigentlich... Ah, nee, die Wache. Um die haben wir uns natürlich gekümmert. So, jetzt müssen wir genau auf die andere Seite. Okay, das sollten wir ja mal hinkriegen. Jetzt einfach schön weiter nach links rüber. Und dann holen wir uns noch die Truhe und das Animus-Fragment. Ja, komm, willst du nicht? Ja, einfach weiter rüber irgendwie. Ja, können wir hier weiter nach oben, wollte ich gerade sagen. Aber, oh, jetzt müssen wir natürlich aufpassen. Ich glaube, hier sollten wir uns dann doch einfach mal fallen lassen. Genau so, sehr schön. So, und jetzt bitte einmal dahin. Jawohl. So, und jetzt müssen wir aufpassen, denn wir gehen jetzt wieder hier rein und, naja, wer weiß, Freunde, ne? Spielstand wird wieder gespeichert. Und das sieht so fantastisch toll aus.
So, jetzt müssen wir hier mal vorsichtig gucken. Da ist auch das Fragment und... Oh, 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 oh. Jetzt aber mal schön vorsichtig hier. Nicht, dass wir hier noch abschmieren. Okay, komm. Dann, nee, klettern wollte ich eigentlich nicht. Nein! Ah, Mann. Genau das dachte ich mir nämlich. Okay, wie kommen wir wieder hoch? Oh, ich hoffe, hier kommen wir irgendwie wieder hoch. Sonst müssen wir jetzt einmal rumkraxeln. Und darauf hatte ich ehrlich gesagt gar keinen Bock. Ach, Mensch. Ah, ja. Die Steuerung, Freunde, so ist es leider. Mein Gott, ich mache drei Kreuze, wenn mein Controller wieder da ist. Tom, finden meinen Controller. Ach, um Gottes Willen, halb so wild. Dann dauert es halt ein bisschen länger. Ich meine, jedem passiert mal irgendwie ein Fehler. So, dann holen wir einmal rum. Ja, Sperrgebiet. Sind wir eigentlich nicht schneller, wenn wir... Ja, doch, klar sind wir schneller. Komm, ab ins Wasser. Na, eigentlich nicht so. Und wo schwimmst du eigentlich hin? Meine Güte. Dann machen wir das Gleiche einfach nochmal von neu. Wir müssen halt einmal komplett außen rum für so ein Animus-Fragment. Wo ich leider persönlich selbst gar nicht weiß, was wir damit anfangen können. Aber naja, es ist etwas, was wir mitnehmen können. Und dann ist Havanna auch schon fast fertig komplett. Und deswegen machen wir das jetzt mal eben kurz noch hier im Fort. So, einmal wieder nach oben. Meine Güte, meine Güte. Probleme über Probleme. So, jetzt aber mal hier schön geschmeidig rüber, ohne Probleme. Und die Steuerung macht jetzt bitte auch mit, damit das dann hier auch alles so schön funktioniert, wie es sein sollte. So, da müssen wir einmal hoch. Und dann schnickschnack. So, und jetzt geht's rund. Jetzt holen wir uns das Animus-Fragment und haben wir nämlich die Ecke hier auch fertig. Und wir haben natürlich noch einen Schatz, den habe ich nicht vergessen, Freunde. Den Schatz werden wir uns dann auch bei Gelegenheit so gut wie es geht dann auch organisieren. Du willst bestimmt mal runter. Nee, das war eigentlich nicht der Plan. Okay, direkt mal wieder runter. Ja, wir gehen einfach mal weiter, als wäre nie irgendwie etwas passiert. Der wird den natürlich jetzt gleich finden. So, hier können wir uns runterfallen lassen. So. Und jetzt einmal hier rüber. Genau, wunderbar. So funktioniert es auch viel, viel besser. Hier war nämlich keine Wache drin. Oh, was war das denn im Moment? Können wir hier wirklich uns so eine Muskete schnappen, oder was? Aha. Das ist natürlich mal auch interessant. So, jetzt aber hier. So, genau so. Und hier bitte einmal hoch. Jawohl, sehr schön. Da können wir sogar Piraten retten. Nö, da habe ich ja aber ehrlich gesagt wenig Lust drauf. Und wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir benutzen jetzt die Schnellreiseoption. Was haben wir hier? Piraten retten, alles klar. Die Schnellreiseoption benutzen wir jetzt mal das erste Mal hier in diesem Let's Play von Assassin's Creed. Und zwar würde ich doch gerne, wenn es geht, geht das hier hin? So? So? Nö. Wohin denn? Ach hier, Steuerung Schnellreise. Ja, genau so. Alles klar, so funktioniert es also. Dann machen wir das doch mal eben. Ist ja gar kein Problem. So, drücken Sie E, wenn ein Gegner zuschlägt. Natürlich die Konterattacke. Jawohl, und schon sind wir hier oben. Und siehe an, noch vier Aufträge müssen wir erledigen. Eine Truhe fehlt uns und auf der Suche nach dieser Truhe, deswegen bin ich hier runtergekommen. Die haben wir natürlich hier und unten ist dann noch der Schatz, den wollen wir uns dann auch noch holen und dann haben wir Havanna fast komplett. Die Assassinenaufträge, die machen wir dann und mal gucken, was es dann für eine schicke Belohnung gibt, weil dieses Spiel, das muss man ja auch dann mal voll ausnutzen und das machen wir hier. Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, wenn ich so etwas offscreen machen soll, bis ich dann das allerletzte Schätzelein gefunden habe. So etwas mache ich nämlich super gerne. Ach Mensch, jetzt hat es nicht mehr gesehen, ich glaub's ja nicht. Na, komm her. So, zack. Wie gesagt, wenn ich das Ganze offscreen machen soll, schreibt es bitte in die Kommentare, denn mich würde es dann persönlich interessieren, ob ihr das Ganze miterleben möchtet oder auch nicht. Das ist nämlich die Frage über Fragen, die mich da wirklich interessiert, weil ich euch ja auch nicht langweilen möchte. So, wir bleiben jetzt mal kurz hier in der Ecke. Mal gucken, ob die Kollegen uns dann weiterhin sehen oder ob die dann uns auch mal in Ruhe lassen, denn wir haben ein Sperrgebiet vor uns. Dann müssen wir mal gucken, wie wir da dann jetzt am besten reinkommen. So, schauen wir doch mal. Ich meine, klar, wir werden gesucht, aber da sind zwei, da ist einer. Wir könnten eigentlich... Naja, da läuft einer noch mit so einer komischen Laterne rum. Na? Na, immer schön in aller Ruhe gucken. Und der Kollege hinter uns? Achso. Okay, passiert gar nichts. Naja, jetzt warten wir einfach mal. Oh, alles klar. Die haben da oben auf jeden Fall noch einen Schützen. Das ist natürlich alles andere als schön. Also jetzt müssen wir nur einen richtigen Augenblick anpassen. Und ich glaube, der Augenblick wäre jetzt. Wenn mich nicht alles täuscht. So, direkt hier runter. Nee, einmal komplett runter. Das erbeuten. Jawohl. Und raus hier. Nein, 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 nein. Ich bin nicht da.
Ich bin nicht da. Der Schütze, der hätte uns jetzt fast gesehen. Na komm, dürfen wir? Nee, dürfen wir nicht. Verdammt, ich möchte eigentlich gerne direkt die Mauer hoch aus dem Busch. Aus dem Busch, zumal, ne, der Busch so gelb wie er ist, wie Stroh. Was natürlich sehr interessant ist, seht ihr diese Glocke da? Das ist natürlich auch etwas Neues in dem Sinne für mich. So, jetzt wieder nur den Augenblick anpassen, dann können wir hier auch ohne Kampf, ohne Probleme wieder rauskommen. Den lassen wir jetzt in Ruhe und, na komm, das sieht doch gut aus. Und jetzt mal eben hoch und dann raus. Jawohl, sehr schön, Freunde. So, jetzt haben wir auch wirklich alles gemeistert. Wir hätten natürlich jetzt noch ein paar Assassinenaufträge, Freunde. Und da könnten wir eigentlich uns auch mal Goldgewinnmittel uns noch zum Ende dieser schönen Session drum kümmern. Und dann geht es nämlich auch weiter, denn wir müssen ja auch weiter hier eine Schuld einfordern. Das müssen wir dann auch machen. Aber wie gesagt, jetzt holen wir uns mal eben... Ja, obwohl, nee, wir haben noch den Schatz, ne? Den Schatz? Moment. Der Schatz müsste doch irgendwo hier unten sein, ne? Da müssen wir dann doch mal gucken. Holen wir uns erst den Schatz. Und natürlich wird wieder gespeichert. Das finde ich richtig gut, gerade am Ende der Session. Damit ich dann genau weiß, wo wir dann auch aufgehört haben. So, hier soll irgendwo der Schatz liegen. Da müssen wir doch, wie war das? Mit dem Mausrad müssen wir doch mal gucken. Ganz genau, da ist es. Und, na? Naja, da steht ungefähr so irgendwie am letzten Turm, wenn ich das richtig sehe. Da wollen wir doch mal gucken. Da ist der Turm. Eine umgestürzte Palme. Das sieht doch eigentlich ganz richtig aus. Wollen wir mal eben rüberlaufen. Ich hoffe, es ist wieder ein großer Schatz. Und dann haben wir dann hier auch wirklich alles absolviert. So, hier soll der jetzt irgendwo sein. Da müssen wir natürlich mal gucken. Hier soll er sein. So, wo können wir graben? Komm, erzähl. Ich will aber echt ungern jetzt lange hier suchen. Und ich weiß auch gar nicht, ob wir hier überall graben können. Aber hier soll der doch, na, irgendwo sein. Wo kommt der Dialog graben? Na komm, jetzt mach keinen Müll. Wer soll der hier sein? Oder bin ich blind? Ja, Schatzkarte, ist mir klar. Wo soll er denn sein? Der soll eigentlich bei der Palme, direkt bei den Steinen sein. Und da sind wir auch. Also entweder meint er hier, oder halt vor den Steinen. Nanu. Ah, hier, seht ihr? Ah, wusste ich's doch. So, ich bin gespannt. Komm, tritt auf das Ding. Und, was kriegen wir raus? Ich bin gespannt. Da haben wir nämlich den Schatz von Havanna. Ein Plan, was ist das denn? Aha, eine Galionsfigur. Ist jetzt in der Kapitänshütte verfügbar. Mhm, okay, vergrabene Truhen 2 von 22. Oh, da haben wir noch einige Schätze, die wir dann da finden können. Absolut toll gemacht, gefällt mir. So, jetzt wollen wir aber auf jeden Fall wieder zurück auf die Pistole. Eine feine Nacht, weiß und, nicht. Ja, sollen wir? Ja, komm, machen wir doch. Eine Schuld einfordern. Gott straft mich mit diesem Almosen. 1000 Real für diese Karten. Was ist das? 100 Pfund bestenfalls? Wie soll ein Mann in diesen Zeiten denn nur reich werden, wenn Geizhälse wie Torres die Welt regieren? Habt ihr jemals, habt ihr hier auf einer Plantage gearbeitet? Weißt du, was ich denke? Ich würde gern das Observatorium sehen, von dem der Gouverneur sprach. Er sagte, es sei ein Apparat, der die Leute verfolgt und verrät, wo sie waren. So eine lachhafte Idee. Stellt euch vor, mein Weib hätte sowas gegen mich in der Hand. Stell dir vor, was ein solches Ding wert wäre. Verkauf es an den rechten Mann und ich wäre der reichste Pirat. Freibeuter der ganzen Karibik. Ich komme wieder, Bonnet. Da ist ein Weiser in diesem Haus, mit dem ich reden muss. Unter vier Augen. Ja, und selbstverständlich guten Hungerstied. So, nicht in Kämpfe verwickeln lassen und Wachen aus Anpushzonen eliminieren. So, jetzt wollen wir mal eben auf der Karte gucken. Ja, Freunde, so schnell geht es. Da habe ich nämlich dann Lust drauf, einfach mal eben dann weiter in der Story zu machen. Und die Assassinenaufträge, die laufen uns ja, wie gesagt, nicht weg. So, jetzt müssen wir mal gucken. So, Warnungssperrgebiet. Und wir können natürlich hier wunderbar hin und her schleichen. Jetzt müssen wir mal eben gucken, wie patrouilliert der denn hier lang? Das gefällt mir nämlich gar nicht. Den hätte ich nämlich gerne als erstes, muss ich ganz ehrlich zugeben. Obwohl, gilt eigentlich da vorne die Plantage als Schleichmittel? Ich meine ja, ne? Müsste doch gewesen sein. So, jetzt warten wir erstmal auf den, bis der wieder herkommt.
Und dann können wir nämlich... So, mal eben eh. Da darf ich mich jetzt nicht vertun. Wenn man auf den schießen, ist das alles andere als toll. Ey, Kollege, hier. Ja, genau. Ja, komm mal her. Ja, ganz genau. Das finde ich richtig gut. So. Nummer 1, 3 Wachen soll man nämlich dann eliminieren hier. Da hinten ist nur einer, der sieht uns aber gerade nicht. So, dann holen wir den hier auch einfach hinein. Wunderbar, so klappt das doch. So, Munition plündern. Wir haben nämlich ein bisschen rumgeschossen. So wie ich gerade sehe, da haben wir eine Kugel erhalten. So, und der Kollege, müssen wir mal gucken. 3 Wachen, ah, 80 Meter. Naja, auf jeden Fall extrem stark gemacht. Und auch natürlich auch realistisch, muss man ja ehrlich zugeben. Ich meine, unser Auge ist ja wirklich darauf bedacht, dass wir auf Bewegung achten. Und selbst so ein Mann hier mit Kapuze, dunkel verkleidet im Feld, den erkennt man dann nicht nachts. Es sei denn, er bewegt sich ziemlich schnell. So. Ja, jetzt müssen wir mal gucken. Da haben wir wieder 2 Stück. Hm. Wie schalten wir die am besten aus? Oder ich sag mal, wie kommen wir da am besten dran vorbei, Freunde? So, der kommt nämlich jetzt gerade wieder. Naja, ich glaube, von der anderen Seite wäre es eigentlich doch ein bisschen besser. Jetzt müssen wir mal gucken. Kriegen wir den nochmal ins Target? Dann... Ja, ganz genau. Komm doch mal vorbei. Ach, das mit dem Pfeifen ist wirklich eine schöne Sache. Dass die nämlich dann auch vorbeikommen und dann auch hier wirklich dann gucken kommen. Und wir sie dann hier einfach liegen lassen können. So, auch mal eben kurz erbeutet. Damit haben wir dann das Missionsziel schon erreicht und nicht in Kämpfe verwickeln lassen. Das ist natürlich alles andere als toll. Müssen wir mal gucken, wie gut wir sind. So, hier können wir... Oh, 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 nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich bin nicht da, ich bin nicht da. So, jetzt müssen wir mal eben schnell und vorsichtig sein, selbstverständlich. Indem wir den hier ausschalten und... Nee, 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 komm, bevor der uns entdeckt. Boah, das war knapp, Freunde. Das war richtig knapp. Eieieiei. Da ist nämlich das Schöne dann wiederum mit Maus und Tastatur. Da kann man einfach mal eben eine Taste drücken und dann funktioniert das auch hundertprozentig. So, wie gehen wir weiter? Ja, da ist einer hinterm Haus. Da hinten ist noch einer. Okay, dann laufen wir hier mal eben fix rüber. Und dann müssen wir mal gucken, wo der Kollege ist. Wird er denn gesehen, wenn wir uns den holen? Ja, ne? Okay, komm. Können wir den? Nee, ne? Ach, Mist. Und ich dachte, den können wir uns jetzt einfach mal so holen. Aber naja, warum nicht? Da oben läuft noch eine Patrouille entlang. Ich hoffe nicht, dass die nach unten guckt. Na komm, lass uns einfach mal drauf ankommen. Wenn der Kollege da von links uns nicht entdeckt, dann können wir den hier auch einfach so ausschalten. Jawohl. Genau, geh mal in die Knie. So, und dann werden wir den nämlich mal eben kurz ins Feld schleppen. Weil ich möchte wirklich versuchen, hier dann auch rumzukommen. So, ohne dass wir entdeckt werden. Eieiei, wo soll der denn sein? Einmal schnell hier rüber. Adlerauge aktivieren machen wir natürlich mal eben. Aber durch Wände klappt das natürlich nicht. So, jetzt aber hier mal Adlerauge aktivieren. Und wo ist er? Da ist er, alles klar. So, pfeifen, alles klar. Natürlich im Versteck hinter der Ecke oder in der Handpushzone können Sie E drücken, um zu pfeifen und den Gegner anzulocken. Natürlich werden wir das machen. Den Schlüssel stehlen. Und das am besten, naja, indem wir ihn halt zu uns holen. Ja, dann warten wir doch mal. Wenn wir jetzt rüberlaufen, werden wir bestimmt gesehen. Könnte ich wetten, Freunde. Könnte ich drauf wetten. Also müssen wir erstmal warten. Oh ja, komm. Das sieht richtig gut aus. Ja, ganz genau. Guck mal, hier war etwas. Ja, wir haben die Klingen ausgewählt und ich denke doch mal, das passt doch alle Male. Jawohl. Den Schlüssel erbeuten. Müssen wir natürlich sofort machen. Plündern wir den. So, und jetzt müssen wir mal gucken, wo geht's weiter? Oh, 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 oh. Oh ja, das ist, oh ja, wunderbar. Da dürfen wir einmal komplett durchschleichen. Ja, wie machen wir das denn jetzt am besten? Hm. Ist natürlich eine sehr spannende Story. Da müssen wir eigentlich gucken, dass wir links irgendwie hoch können. Außenrum. So, okay. Dann machen wir es mal eben kurz auf die schnelle Art und Weise. So, dass uns auch wirklich keiner sieht. Zumindest will ich das echt schwer hoffen. Weil, oh nein, 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 das wollte ich eigentlich nicht. Nein, ich bin weg. Ich bin nicht da. Jetzt wurden wir doch wirklich erwischt. Da. Verdammt nochmal. Das ärgert mich sehr, dass wir da so wenig Zeit haben. Ja, natürlich. Herausforderung bringt uns leider wenig.
Ach Mensch, da habe ich mir doch so viel Mühe gegeben. Und dann klappt das leider doch nicht. So, dann holen wir einfach mal hier rüber. Das war nämlich der eigentliche Plan, Freunde. Dass wir dann hier rüberlaufen und uns hier verstecken und dann Stück für Stück jeden einzelnen vorknöpfen, wie es sein soll. So, Attentat, rein in den Busch. So, und was mit dir? Ah, hast du uns gesehen? Ja, komm vorbei, komm. Komm, wir haben immer Zeit, Freunde. Nö, da hat er anscheinend keine Lust. Aber da kommt noch ein Kollege, den können wir bestimmt zu uns rüberpfeifen, wenn er nah genug kommt. Oder? Na, will er nicht? Nee, möchte er wirklich nicht. Aber jetzt drehen sich die anderen gerade um. Und ich glaube, die sehen uns dann. Na, schon ein bisschen knifflig, Freunde. Und ja, ich weiß, wir wurden jetzt entdeckt. Wir könnten sie jetzt natürlich auch alle mal abschnetzeln. Wenn wir natürlich auch kontern könnten. Da sind wir ja auch noch ein bisschen in der Übung. Aber, na, jetzt kommt er gerade wieder. Jetzt wollte ich gerade loslaufen. Aber naja, wir versuchen es dennoch so gut wie möglich hier nicht entdeckt zu werden, durchzukommen. Denn Übung macht ja auch bekanntlich den Meister. Und die Folge wird auch ein bisschen länger gehen, Freunde. Ich hoffe, es stört euch nicht. Aber die wird definitiv die 20 Minuten überschreiten. So, und jetzt versuchen wir doch einfach mal unser Glück, indem wir hier durchgehen und uns den hier von hinten schnappen. Genau so, wunderbar. So, sehr schön. Den werden wir jetzt natürlich mal eben kurz plündern. Scharfschützen sind tödliche Gegner, die aus der Ferne auf sie schießen können. Weichen sie ihn aus oder töten sie sie zuerst? Ja, das ist natürlich... klasse, ne? Da müssen wir gucken, wo guckt er gerade hin? Haben wir hier irgendwie eine Versteckungsmöglichkeit? Nee. Doch, da unten im Heuhaufen. Das sieht eigentlich richtig gut aus. Und da müssen wir jetzt mal eben kurz fix hinrennen, wenn das irgendwie klappen sollte, ohne dass uns dann... Oh, ja, genau das dachte ich mir nämlich. Bevor uns dann der ein oder andere hier noch sieht. So, drehst du dich da noch um oder bleibst du da jetzt stehen oder wie? Komm, dreh dich um. Nee, der möchte da... Doch, jetzt geht er weiter. Alles klar, der Schütze guckt aber jetzt gerade hier rüber. Das ist jetzt alles andere als gut. Da steht noch einer. Oh, Mensch. So viele Patrouillen. Oh, nee, jetzt sag nicht, der kommt hier rein, ne? Doch, der kommt. Oh, 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 oh. Nicht gut, nicht gut. Ja, komisch. Was ist das wohl gewesen, ne? Komm mal näher. Hier ist vielleicht einer drinne. Sehr schön. So. So, jetzt hoffen wir mal, dass der Kollege da endlich mal sich wegdreht. Der Schütze... Na, jetzt guckt er gerade in dem Augenblick wieder hin. Nee, jetzt geht er weiter. Okay, komm. Die Chance nutzen wir jetzt einfach mal. So, ab in den Busch rein. Und dann werden wir uns den hier auf jeden Fall schnappen. Jawohl. Genau so habe ich mir das auch vorgestellt. So schwer kann es doch gar nicht sein. Jetzt müssen wir natürlich gucken. Da oben ist der Schütze. Entweder umgehen wir den oder wir schnappen uns den. Aber jetzt gucken wir uns erstmal, was die Kollegen hier vorne noch anstellen. Naja, die Chancen da irgendwie heil rauszukommen, das sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Ah, zwei auf einmal aus dem Busch, weiß ich nicht, ob das funktioniert. Das habe ich nicht in Erinnerung. Aber komm, warum denn nicht? Pfeifen wir einfach mal. Naja, jetzt kommt es halt wirklich darauf an, ob wir wirklich dann beide nehmen können. So, mal eins. So, und der hat uns, na, der hat uns wirklich komplett gesehen. Nö, so, gehen wir hier rein. Direkt in die... Müsste doch klappen, oder? Jawohl, sehr schön. So, kommst du auch noch vorbei? Das wäre eigentlich ganz super. Nö, leider nicht. Der hat wohl irgendwie keine Lust. Na, ja, wir müssten irgendwie, wenn es geht, nach oben, ne? Mal gucken, sieht er uns? Ja, der sieht uns, tatsächlich. Dann gehen wir mal wieder rein. Oh, jetzt hat er uns... Aha, nee, so wollte ich es eigentlich nicht machen. Okay, gehen wir wieder rein. Okay, jetzt sind wir natürlich im Kampf. Was soll's. Dann machen wir es halt auf die harte Tour. Und jetzt wurden wir auch angeschossen. Das ist natürlich alles andere als gut. So, dann müssen wir mal eben kurz weglaufen. Denn ich möchte nicht noch einen Schuss kassieren. So, mal eben hier rüber. So, jawohl. So geht das natürlich schon besser. So, und der Schütze, der hat uns nämlich jetzt aus den Augen verloren. Vielleicht kommt er auch runter. Glaube ich aber ehrlich gesagt nicht. Der bleibt da oben, wo er ist. So, gehen wir uns nochmal verstecken. Bis er dann das auch aufgegeben hat. Naja, oder irgendwie auch nicht, ne? Der hat anscheinend keine Lust. Mensch, verdammt nochmal. Also, ich weiß nicht. Ich lasse mir da schon so viel Zeit und dann gelingt uns das Ganze.
Prozedere hier nicht. Das ist natürlich schon echt wirklich ärgerlich. So, wo? Ich kann auch gar nicht ganz nach oben gucken. Das ist sogar noch ärgerlicher als sonst. So, jetzt wollen wir doch einfach mal gucken. Ich besuche jetzt einfach mal den Schützen. Warum nicht, ne? So, wo soll er sein? Da ist er. Hi, grüß dich. Nee, ey, so war das eigentlich... Sag mal, hallo? Jetzt geht's aber los, ne? So. Und jetzt gehst du mal hier runter und wir natürlich direkt hinterher. Und das... Oh, das war ja richtig intelligent, Freunde. Oh mein Gott, das ist ja wirklich schlimm. So, jetzt haben die... Ah, immer noch gesehen. So, jetzt aber... Oh, schnell rein. Nee, okay, um die Ecke. Dann wollen wir doch mal gucken. Pfeifen wir mal eben. Dann kommt er nämlich auch zu uns. Eieiei, also wir stellen uns auch hier richtig an heute. So, können wir nicht? Doch, wunderbar. Ja, klasse. So. Meine Güte, jetzt müssen wir hier wirklich alles eliminieren, damit wir dann auch wirklich oben ankommen. Und dabei hätten es, ja, wahrscheinlich so einfach machen können. Ja, das wollte ich nämlich nicht. Ich gehe direkt wieder runter. Dann müssen wir mal gucken, ob wir jetzt hier einen direkt holen können. Kommen die jetzt hoch oder was habt ihr vor? Naja, jetzt stehen sie da und machen nichts, oder wie? Ich glaube, wenn ich jetzt hochgehe, sind wir direkt wieder im Kampf. Aber ein Attentat können wir direkt machen, aber leider nur mit einem. Okay, was soll's. Dann komm her. So. Zack. Meine Güte. Wir müssen mit jemandem reden und dann dauert das so lange. Ich glaub's ja gar nicht. Zum Glück gibt's hier keine Alarmglocke oder so ähnliches, weil dann hätten wir natürlich... Ja, der ganze Fort hier bei uns. Aber zum Glück, zum Glück. So, jetzt sind wir endlich angekommen, Freunde. Dann wollen wir doch direkt mal die Tür öffnen. Basta ja! Wie ist dein wahrer Name, Schurke? Ich bin... Captain Leckmich. Wer kaputt, Pison. Wo ist der Weise? Hast du ihn befreit? Ich hatte nichts damit zu tun. So sehr ich es auch wünschte. Bringt ihn zum Hafen! Schickt ihn mit der Schatzflotte nach Sevilla. Wartet noch! Ich hab euch doch eure Schätze gebracht! Das stimmt, ja. Doch dafür nahmst du uns Duncan Walpole. Okay, die Mission ist beendet. Meine Güte, natürlich haben wir nichts davon gemeistert. Doch, natürlich, die Wachen haben wir eliminiert. So, dann wollen wir natürlich die Erinnerung auch bewerten. Ich fand die Erinnerung eigentlich okay. Ich meine, ich sollte darauf jetzt natürlich nicht schließen, dass wir uns so blöd angestellt haben. Zumindest ich mich so blöd angestellt haben. Ist ja noch kein Meister vom Himmel gefallen und wir sind ja noch fleißig am Üben. Aber so langsam kommen wir ja auch rein. Auch wenn wir halt, naja, das ganze Lager auf dem Gewissen haben. Aber ich denke mal... Die Mission ist auf jeden Fall okay. Ich mag eigentlich Schleichmissionen, bloß wie gesagt, mit Maus und Tastatur. So, und natürlich eine faule Ausrede, ich habe einfach keinen Skill. Sehen wir es mal so an. Sind wir ehrlich, machen wir einfach weiter. Eine abscheuliche Darbietung. Dieser Zechpreller ist ein Nichtsnutz, Caroline. Bringt nichts zustande an Land und erst recht nicht auf See. Wenn er in die Karibik geht, bist du es, die leidet. Vater! Vater! Komm, Schatz. Komm wieder hoch. Der alte Wattwurm wehrt sich gewaltig! Ich hoffe, das stimmt. Du glaubst mir doch, oder? Siehst du mich denn nicht? Wie ich da stehe, an Deck eines Schiffes, das in den Hafen gleitet? Aber da stehe ich, ein Mann von Qualität. Mit 1000 Dublonen, die aus meinen Taschen quellen. Wie Regentropfen, ich kann es sehen. Ich sehe nur ein schwarzes Fenster. La cena, cómetela rápido. Hast du Hunger? So, Freunde, es wird gespeichert, da sind wir auch wieder und wir sind wirklich gefangen genommen worden und sind auf irgendeinem Schiff. Zum Glück haben wir noch unser ganzes Real, was wir da schon die ganze Zeit erbeutet haben. 18.381 ist immerhin schon mal ein ganzes Sümmchen und Havanna haben wir jetzt leider doch nicht komplett fertig gemacht, sondern
sind jetzt irgendwo auf der See, Freunde. Naja, alles ein bisschen schwer. Ich muss mich natürlich noch ein bisschen reinfinden in die ganze Sache. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse, dass ich auch ein bisschen rumfehle. Aber ich hoffe dennoch, dass es gefallen hat. Daumen nach oben, Kommentare nach unten und bis zum nächsten Mal, Freunde.